Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die Gebotsstrategien erläutern, die Google AdWords selber anbietet und auch alternative Möglichkeiten, die Sie nutzen können, um Ihre Gebote festzulegen. Das Thema Bidmanagement oder Gebotsstrategie ist immer eines, was relativ schnell kommt, wenn Sie Ihre Kampagne ausgesteuert haben. Das heißt, wenn die Kampagnen gut laufen, dann fragt man sich, wie hoch soll eigentlich ein Klick definiert sein? Wie viel bin ich bereit, für einen Klick zu bezahlen? Sie haben in Google Strategien, die vorgegeben sind, die Sie nutzen können. Relativ einfach zu realisieren ist beispielsweise die Ausrichtung auf Suchseitenpositionen. Das bedeutet, Google versucht eben über das Gebot, Sie möglichst weit oben auf der Seite zu platzieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Klicks zu maximieren oder Conversions zu maximieren, also Kaufabschlüsse. Oder eben Abschlüsse von Kontaktanfragen, je nachdem, was Sie als Conversion definiert haben. Sie können das nutzen und dahinter ist dann eben ein Algorithmus von Google, der basierend auf Ihrem Ziel definiert, wie hoch der jeweilige Klick sein soll. Man kann das Ganze auch noch etwas komplexer machen und beispielsweise die sogenannte Ziel-CPA definieren. Dann werden die Gebote so festgelegt, dass möglichst viele Conversions erzielt werden, ohne dass Sie die Cost per Acquisition, die Sie selber definieren, überschreiten. Das heißt, Google weiß dann, wie viele Klicks benötigen Sie, um einen Kaufabschluss zu machen. Und Sie definieren, wie viel Gewinn erzielen Sie über einen Kaufabschluss und geben den dann dort ein. Das Ganze ist dann natürlich eingebunden ins Controlling und Sie müssen sehr genau wissen, wie viel darf ich maximal eben für einen Klick bezahlen, damit es noch gewinnbringend ist. Das Ganze können Sie auch als Return on Advertising Spend machen, also eine Ziel-ROAS nennt sich das dann. Dann müssen Sie wissen, wie viel Gewinn Sie für jeden Kaufabschluss erzielen. Und auch den müssen Sie entsprechend definieren. Ich würde diesen Schritt nicht empfehlen, wenn Sie nicht genaue Kenntnisse haben über den kompletten Prozess von Ihrem gesamten Marketing hin zu der Buchung, den Umsätzen und des Gewinns. Also das ist ein sehr klares Controlling-Thema, dem Sie sich, nachdem Sie eben die ganzen Basics innerhalb Ihrer AdWords-Kampagne definiert haben, erst widmen sollten. Mittlerweile ist es auch so, dass diese Aufgaben auch Agenturen übernehmen können. Die haben nochmal andere Algorithmen und die können Sie auch entsprechend beraten. Man kann aber auch, wenn man das selbst machen möchte und einfach hands-on, dann sich Entscheidungsheuristiken machen. Und ich möchte so eine Entscheidungsheuristik einmal vorstellen. Sie können sich das innerhalb des Suchprozesses so vorstellen, dass es eine frühe Entscheidungsphase, eine mittlere Entscheidungsphase und eine Kaufabschlussphase gibt. Und in diesen unterschiedlichen Phasen befinden sich die Interessenten für Ihr Produkt. Jetzt haben Sie eben einen ersten Klick auf eine Anzeige. Dann befindet sich derjenige in einer sehr frühen Phase. Dann haben Sie sogenannte assistierende Klicks. Das heißt, das ist irgendwo zwischen dem ersten Interesse und dem Kaufabschluss, wo dann eben nochmal gesucht wird nach dem Produkt, bevor die Entscheidung tatsächlich fällt. Und dann haben Sie den letzten Klick, der führt dann eben zum Kaufabschluss. So, und wenn Sie in diesem Prozess denken, dann können Sie sich eben auch überlegen, wie viel ist mir denn welcher Klick wert? Also, bin ich ein großes Unternehmen und kann überall sichtbar sein, dann möchte ich natürlich den ersten Klick, den assistierenden Klick und auch den letzten Klick, dort möchte ich überall an Position 1 gelistet sein. Und so können Sie dann eben auch Ihre Keywords einsetzen, dass Sie sich überlegen zu einem bestimmten Keyword, was gut funktioniert. Ist das jetzt
ein Keyword, was diejenigen eher sehr früh eingeben, also Fahrrad kaufen, oder eben ist es eins, was kurz vor Kaufabschluss ist, wo man schreibt, 24 Gang Mountainbike, auch für City geeignet oder so. Dann ist es natürlich eine sehr lange Suchphrase und es ist ein Indikator dafür, dass derjenige schon sehr genau weiß, was er denn kaufen möchte. Und deswegen würde man das dann eben manuell einordnen in einen letzten Klick. Und dann können Sie sich überlegen, möchte ich beispielsweise 100% auf den letzten Klick und 0% auf den assistierenden und ersten Klick, oder möchte ich es linear verteilt haben, dass ich sage, jeweils 33% auf jeden Klick innerhalb des Prozesses, oder sage ich, der erste Klick und der letzte Klick sind mir besonders wichtig und dazwischen der Klick, den mache ich variabel, dann haben Sie ein positionsabhängiges Modell. Und das können Sie eben auch manuell einfach machen, indem Sie selbst abwägen, in welcher Phase befindet sich der Suchende wohl, wenn er das jeweilige Keyword, was Sie bereits in AdWords haben, eingibt. Und auf der Basis haben Sie dann für sich eine Entscheidungsheuristik, die Ihnen hilft, eben Ihre Gebote festzulegen.